Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir üben das Hörverstehen. Beantworten Sie jetzt bitte die Fragen zum Textverständnis zum Thema Russisch Roulette mit Genmais oder mit Genmaisfütterung. Bitte beantworten Sie die Fragen in ganzen korrekten, grammatikalisch korrekten Sätzen und lassen Sie Ihr Niedergeschriebenes am besten von einem Deutschen, von einem Muttersprachler auf die Richtigkeit überprüfen. Wir werden Ihnen im Beschreibungsteil dann die Lösung oder unseren Lösungsvorschlag nachliefern. So, jetzt bitte zu den Fragen. Nummer 1. Mit was für Tieren wurden die Versuche durchgeführt? Nummer 2. Welche Tiere starben deutlich früher? Nummer 3. Warum waren diese Tierversuche etwas Besonderes? Nummer 4. Wie lange dauern in der Regel von der Industrie durchgeführte Fütterungsversuche? Nummer 5. Wann lassen die Behörden die Fütterung mit dem Genmais zu? Nummer 6. Wie bezeichnen kritische Wissenschaftler den oben angeführten Befund, also das Ergebnis der oben angeführten Versuche? Nummer 7. Was war das Ergebnis im Vergleich zu der genfrei gefütterten Gruppe? Nummer 8. Was fordert der Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft? Und Nummer 9. Was wird von den EU-Behörden in Brüssel erwartet und gefordert? Tschüss, bis zur nächsten Folie.